Was geht YouTube? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind wieder in Minecraft und ich bin nicht alleine. Als allererstes haben wir die beiden Turteltauben, Mr. und Mrs. Brady. Hallöchen, wir wollten nur mal kurz Hallo sagen und ja, wir müssen dann auch schon direkt wieder weiter. Wir sehen uns. Okay, wir lassen sie mal alleine. Macht, aber macht schnell, denn das hier ist nur ein Intro. Wir gehen gleich rein ins Game, Alter. Als nächstes begrüße ich den verrückten Johnny. Hallo, ich komme gerade aus dem Nether und wollte jetzt ins Deep Dark. Wollen wir nachher vielleicht in Warden klatschen gehen? Okay, Alter, das ist nur ein Intro. Ich habe keine Zeit. Komm, mach dich ab. Und natürlich, das Beste kommt zum Schluss. Mit dabei ist auch Brad-Ivan. Brad-Ivan? Hallo? Digga, wo ist der Typ? Ja, ich bin ja schon unterwegs. Chill mal dein Leben. Fuck. Was geht, Leute? Ey, truck so. Was willst du? Halt's Maul. Ja, okay, scheiß auf ihn. Ihr seht, wir sind eine verrückte Truppe. Und zusammen ergeben wir The Mining Five. Die einzige Methode, die ich machen kann, eigentlich, damit es nicht so ganz abgerockt aussieht. Ein bisschen Tageslicht hier reinlassen in die Bude, Mensch. Danach müsste ich mich eigentlich mal mit um den Beacon kümmern, aber der Beacon ist auch viel, das ist auch viel, sehr, sehr viel. Ja, du musst halt viel traden, ne? Oder halt viel Eisen. Ja, ich habe jetzt 2,5 Stacks von Smaragd. Na gut, dann geht's ja. Ja, könnte aber noch mehr sein, ne? Ja, natürlich, klar, aber. So, und dann brauchen wir ganz viel Glas. Ist das alles, was wir haben? Weil sonst muss ich die Produktion wieder anschmeißen. Machen wir es mal so. Ich glaube, das sieht ganz nice aus. Hier noch Glas. Dann hole ich noch Knochen mit. Ich habe hier unten in der Nähe gesehen. Und dies würde ich auch noch haben. Ich bin, glaube ich, zu viel an zu vielen Fronten am Arbeiten, ne? Ja, ist bei mir aber genauso. Ich habe so viele Baustellen eigentlich. Ja. Man muss sich eigentlich nur auf immer dann auf die wesentlichen Baustellen, die man sich dann vornimmt, konzentrieren. Ja, eigentlich schon. Obwohl es meistens schwerfällt. Dann denkst du dir, ich könnte ja noch das machen und ich könnte das machen. Genau, das ist das nämlich. So. 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 Dann. Au. Ja, mag sein, dass ich glaube ich noch andere Lichtquellen hier hinzufügen muss. Weil Magma ist echt sehr, sehr schwach. Ich überlege, ob ich das einfach nicht raus. Ja, genau, ich nehme es einfach raus. Jetzt hier mal ein paar Fackeln. So.
Oh, nee, es war ja anders. Es war ja so, ne? Ja. Dann, das sollte vielleicht reichen. Oh, lol. Ich wollte was essen, keine Blöcke platzieren. Ja, sieht schon mal viel, viel freundlicher aus. Holy moly, oder? Oh Gott. Muss mich eigentlich auch an, damit ich hochkomme, muss ja noch die Geheimtür rein, Alter. Aber ich habe da noch keinen klaren Plan. Muss ich mir noch Videos zu angucken. So. Ui, wer denn da? Hallo, danke schön. So, gucken wir uns mal an. Ja, das sieht sehr, sehr schön aus. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Digga, Mensch. Jetzt muss man nur noch gucken, wie sehr man protzen will. Weil ich habe überlegt, aus Gold so nicht Barren zu machen, sondern Blöcke. Und die dann quasi an die Stellen quasi, wo das Geländer ist, hinzustellen. Ja. Sieht geil aus, aber ist voll Protz, weißt du, voll der. Ich kann alles, ich bin der Babo. Ja, gut. Auch nicht, ne? Ja. Kann ich auch ein Beacon zum Beispiel bauen, indem ich sage, zum Beispiel, ich mache unten die erste Reihe Silber, die zweite Reihe Gold, die dritte Reihe, es sind ja vier Reihen, ne? Oder? Ja. Ich weiß, was du vorhast, ja, das geht. Das ist nicht so, wie ich es gedacht habe. Weil dann
Würde ich das mal ausprobieren. Mit Silber. Halt, Silber findet man ja am schnellsten. Dann mache ich mir die Blöcke alle schon fertig. 9x9 hast du gesagt, Brady, ne? Ja. So. Boah, weiß ich nicht. Irgendwie ja, aber auch irgendwie nein. Wie ist das, wenn ich jetzt sage? Und alles, was ich jetzt hier oberirdisch gebaut habe, werde ich abreißen und neu machen. Echt? Ja. Also, alles, was du oberirdisch hier siehst, da, wo der Beacon quasi rauskommt, das wird die Spitze, also so ist es gedacht. Also, wenn ich hier unten alles ausgebaut habe, werde ich nach oben halt da, wo der wo der Wasserschacht ist, wo ich runterfahre jedes Mal hoch. Ja. Da wird der Beacon sein. Unten. Okay. Dass wenn du quasi rauskommst, stehst du genau auf dem Beacon quasi drauf. Danach wird der Beacon ja nach oben zeigen und oben quasi in meinem Haus, durch die Mitte meines Hauses quasi wird der Beacon dann gehen. Okay. Nice. So ist es gedacht. Aber mal schauen, also es ist alles noch sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Genau, jetzt muss ich ein bisschen... Hey, warum geht das nicht? Bin ich dumm? Hä, kann ich jetzt nicht mehr essen oder was? Ich esse. Ja, das dauert extrem lange. Wie viel haben wir denn jetzt? 20:18. Ja, okay. Ich bin wieder rausgeflogen, wie immer. Rausgeflogen. Yeah. Bin ich jetzt dumm? Aber ich mach gleich so spätestens dann um 9 Uhr mache ich aus, weil ich muss noch duschen und vorbereiten. Ja, geht doch, hä? Das geht aber wiederum nicht. Aber warum geht das nicht? Meinst du, maybe so geht das oder was? Oh lol. Und jetzt kann ich aber... Ja, okay. Jo. Ist halt so maybe eine Option.
Hauptsache, ich rede da gerade die ganze Zeit mit dir, aber bin gemutet, ist auch gut. Aber du hast auch richtig gut reagiert. Ohne Spaß. Ich mach das so weg und du so, meinst du echt, das geht so? Und ich so, ja. Hm. Das ist jetzt eine gute Frage. Mache ich immer so einen Zwischenblock dazwischen oder mache ich eher diese Reihen dann? Hm. Quest. Bett. So am Rucke. Es ist nur die Frage, ob das funktioniert. Wenn ich die jetzt direkt da drauf setzen will. Ah, jetzt geht das natürlich wieder nicht. Weil die dann stören. Also müsste ich oben anfangen damit. Und dich dann runterbauen. Jetzt verarschen oder was? Digga. Sag mal gleich Feierabend hier. Nein, dem musst du da bleiben. Aha. Boah, das sieht so aber zufällig auch was mit Kalzit anfangen? Mit Kalzit? Nee. Ja, nee, weil ich habe richtig viel gefarmt. Nee, was ist nochmal Kalzit? Das ist ein weißer Stein. Das ist sicher. Ich glaube, da kann gucken, wo. Aber im Endeffekt kann man ja alles irgendwo so verarbeiten. Gerade wenn man so eine riesige Hülle hat wie ich. So. Ah, ich platziere das aber auch die ganze Zeit falsch. Ich bin einfach nur dumm. Hä? Ach, Mann. Digga. Warum funktioniert das auf einmal nicht mehr so gut, wie ich das immer hatte? Nee, das geht ja schon direkt nicht. Jetzt. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich das hier oben hin, ohne dass ich mich jetzt hier komplett aufrege. Nein! Oh Gott, das war gerade sowas von close, Alter. Warst du kurz vorm Verrecken? Nee, aber ich habe fast mein Bauwerk zerstört, weil das hier alles nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Das wäre mies. Nee. Ach, komm schon. Hallo? Funktioniere, danke. Klappt das wieder nicht. Mann. Mann! Ach komm, leck mir die Eier, Mann. Ja, einmal los, Mensch. So, meine Säulen sind jetzt fertig. Das kann nicht wahr sein. Meine vier. Ey, also so langsam, Alter, wird das. Geht das was? Die erste Etage. Das ist ein. Aha. Au.
nur gewusst wie. Ja, das sieht geil aus. Glaube ich, feier ich. So. Ja, glaube ich. Ja. Why not? Es wäre halt nur geil, wenn man hier noch Sachen dranhängen könnte. Aber nee, geht leider nicht. Schade. Ja, weil es zweimal Treppen sind. Ja. Da jetzt, sag ich jetzt mal so, entweder die Elytras dran gehangen oder sowas, weißt du, das sähe halt schon. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Aber was ich jetzt als allererstes nochmal mache, ein bisschen Licht hier in die Bude bringen, Junge. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen ausleuchten. Hoch. Aber der Server, er laggt. Er leckt sein Vater. Was ist das denn, Junge? Du kannst ja gar nicht mal in Ruhe hier arbeiten. So. Ja. Cool, mal. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann muss aber der hier auf jeden Fall weg. Oh. Das war nicht meine Absicht. Ach, Digga, einmal geklickt, beide Treppen weg. Lieb's. Oh, Donny, sieht ja schon mal ganz gut aus. Digga, hier. Da ist ein Creeper, Mann. Guten Abend. Ich glaube, sie tun sich weh. Ein bisschen. Aber sieht das schon mal, hast du mit der Filteranlage angefangen oder was? Ich hab's einfach gebaut, der Vollständigkeit halber. Aue. Alles stimmt wie im Tutorial, weil ich mach eh noch ein anderes Filteranlage. Auch wo die Goldnuggets direkt in Goldbarren umgecraftet werden, weil Goldnuggets brauchen wir ja eigentlich eh nicht. Das ist richtig, ja. Aber in Rund sieht das noch mal geiler aus als in eckig, so wie ich die ja gemacht habe. Die war eckig. Hast du jetzt eine Gold? Ja. Hast du jetzt eine Goldfarm gemacht? Noch nicht, ich bin gerade dabei. Boah, du bist ein wahrer Schatz, ohne Witz. Das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ja, ist halt wieder diese XP-Farm. Oh, nö. Was? Heißen, jetzt leckt auch. Och, Junge, zieh Leine. Au, ja, toll. Mein Gott. Alter. Triff ihn. Was zum Teufel geht bei euch ab, Mann? Ja, scheiß Gas hier. Ach so. Ich hab noch ein bisschen Glas über, zum Glück. Oh, das hat mich auch so abgefuckt, als ich diese Farm gemacht habe. Ewig diese scheiß Gas, die gespawnt sind. Wenn wir es nicht laggen, dann könnte man den auch schneller töten. Deswegen hatte ich ja bei meiner Farm noch mit so Slabs hatte ich ja noch so einen Kreis drum gemacht. Das hat tatsächlich die Gas abgehalten zu spawnen. Also muss ich wirklich mal mein Feld hier abreißen vom Bambus, so, das ist nicht euer Ernst. Nein, der ganze Scheiß fällt hier runter. Komm. Wird das ein einfacher Ring oder wird das ein doppelter? Ich glaube, dreifach sogar. Oha, okay, dann wird die richtig gut funktionieren. Aber gut, dann musstest du auch wahrscheinlich echt unnormal viele an Magma-Blöcken farmen, ne? Ja, die vier Schalker da sind alles Magma-Blöcke. Oh.
Ah, jetzt verstehe ich auch, für was du die hattest. Ganz kurz gucken, ob hier 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, sollte eine gerade Zahl sein, machen wir 12. Oh. Dann machen wir mal 14, komm. Jawohl. Ja. Ist irgendwo was vorne, oder? 6, 7. Egal. 10. 2, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin so hohl, Junge. 14. Braten wir sie gerade nach. Oh, hier spawnen aber schon ordentlich welche. Ja. Sieht jetzt schon gut aus. Ich glaube, es ist doch nur zweistöckig, also man verbraucht doch schon ganz schön viel Magma-Blöcke. Aber selbst doppelstöckig reicht ja schon voll aus. Geht ja eh wieder in erster Linie wahrscheinlich eh nur darum, Level zu farmen. Ja. Gucken. Schon mal gut aus. Da unten auch noch Schalker-Kisten drin? Ja. Die da draufstehen? Ja. Also vier sind schon leer, wir haben halt die Minecarts drin.
Auch wie ich es hasse. Da hat im Tutorial nur gezeigt, dass man ein Boot braucht. Ich nehme an, man braucht vier. Ich geh gleich nochmal eine rauchen, Alter. Aber hier, ey, wenn man zockt, raucht man weniger, hä? Ja, das ist ein Riesenvorteil. Gut, außer ich hab halt EE hier, ne? Ja, das ist dein Vorteil. Du Wichser. Was kann ich dafür? Nö. Nix. Was ist du? Ach, scheiße. Gar nix. Leidet der mich einfach als Wichser hier? Meint auch, der wäre was? Ja, ich bin auch was. Ich bin gerade pennen. Wo sind die anderen? Und die anderen Fackeln? Warum schmeißt du die? Ja. Digga, Creepermann, verpiss dich mal bitte. Keiner will dich. Hau ab. So. Dann haben wir jetzt. England 2-1 durch. Und bei mir ist gerade das Totem gepoppt. 2-1? Aber haben die jetzt gut gespielt, also wie man sich das von denen vorstellt, oder haben die gespielt wie Flasche leer? Ich habe nicht das ganze Spiel geguckt, aber es sah jetzt nicht so überragend aus. Also die haben auf jeden Fall nicht gespielt für wie 1,5 Milliarden Marktwert. Ah, das haben die noch nie gespielt. Die 1,5 Milliarden Marktwert. So, die 2. Also für mich war vor dem Turnier England eigentlich wirklich einer der Top-Kandidaten. Ja, für mich waren die Frankreich. Das waren für mich Top-Kandidaten. Alle Top-Kandidaten haben bis jetzt überzeugt. Nicht überzeugt. Wie fand ihr das Spiel gestern? Gut. Boah. Wird halt im Nachhinein wieder nur über diese Situation gequatscht. Das ist sowieso logisch. Ja, das ist sowieso logisch, dass man das immer macht. Aber andererseits muss man das ja auch so sehen. So. War das, ich fand, das war ein ähnlicher Gegner wie die Schweiz. Die Schweiz haben wir das doch, haben wir das schlechter gemacht als jetzt gegen Dänemark. Weil Wetter war gestern einfach nur krass. Das auch. Das ist halt wirklich, das ist ungelogen als das Spiel. Ich glaube, da kurz vor Anpfiff ist es genau hier bei mir drüber gezogen. Du hast es halt richtig kommen sehen. Ja? Brady, hast du Level und bist noch da? Nein, ne? Also ich habe noch Level, aber ich bin jetzt gerade wieder zurück. Warum? Was brauchst du? Ich bräuchte ein Level, um Nametags umzubenennen. Mhm. So. Hast du denn einen Amboss da oder soll ich ja mitbringen? Amboss ist da. Dann komme ich kurz.
Ist ja jetzt nicht die Welt. Wo bist du denn? Drin. Wie komme ich denn da rein? Hier. Ah. Ja, okay, ich sehe das hier mit dem ganzen Glas nicht. Nenn die drei einfach irgendwie. Okay, So, was wollte ich jetzt? Ah, genau, Farm, noch ein bisschen. Habe ich. Danke, Dön. Jo. Günther, Peter und nicht so tief, Rüdiger. Perfekt. Schauen wir mal, was wird. Wäre auch gut. Das ging noch durch, der lange Text. Ah, ja. Ja, moin. Und hier ist eine despawned. Das ist Jerry. Oh, da ist despawned, die Nudel. Weiter runter. Ja. Die Höhle wollte ich ja mal erforschen. Wobei. Geh mal hier. Nein. Bei dir vor der Butze steht ein Creeper. Bei mir? Nee, bei Druckso. Oh, okay. Ja, lass den Creeper mal Creeper sein. Warte ich jetzt noch? Achso. Boah, das kann ich jetzt gerade, die Lex kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich muss hier ein Fight machen. Zack, piss dich. Na, gebrauchen kann ich ja auch. Also. Ich glaube, die kann keiner so wirklich gebrauchen. Das stimmt allerdings. Ey, weißt du, was dumm ist? Mit einem vollgepackten Koffer auf Mine zu gehen. Das stimmt allerdings. Egal, ich kann vieles. Ich schmeiß jetzt einfach hier viele Sachen einfach ins Loch rein. Dann, was ich nicht brauche, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das kann zusammen. Weg. Das kann weg. Oh, no, bitte nicht. Was ist? Ja, die Blöcke haben sich hier falsch platziert. Das ist Arsch.
Alter, eine Höhle nach der nächsten, ne? Geil. Ist alles nicht so einfach, so zu bauen. Irgendwie muss es ja funktionieren. Der eine ist wieder falsch hier. Beziehungsweise jetzt irgendwie gefühlt alle. Das verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite, da hat es doch gut funktioniert. Also wirklich alles nachgucken, ey, ob das alles so funktioniert, wie ich das gerne hätte hier, ey. Oh, Gold vermutlich aktiviert irgendwie. Na gut, rein theoretisch kann ich auch von hier unten bauen. Das ist ja eigentlich actually ein bisschen einfacher. Ups. Nur das ist jetzt ein bisschen creepy. Oh, danke. Jojo, waren ja deine. Alter, ich hab wieder so eine riesige Höhle entdeckt, ne? Echt? Ausbauen? Ne, Quatsch. Ey, wenn ich die ausbaue, da sitze ich wirklich übertrieben lange dran. Na gut, wir haben ja gesagt, wir sind ja morgen noch nicht fertig. Egal, krass. Ja, aber da sitze ich Jahre dran. Was heißt eigentlich Bann 3? Bann ist, glaube ich, eher für Spinnen und sowas gedacht. Also das tötet nee, Spinnen schon. Das Schwert hat ist übertrieben krass. Der Bann ist gegen. Was, gegen Untote? Also Untote. Gegen Zombie? Ich glaube gegen Untote, ja. Weil ich hau zwei Schläge, der ist tot. Ja. Egal was für einer. Jetzt brüchst du noch. Zombie, Skelette, Winter und sowas. Brüchst du halt noch Dings drauf. Flame ist es, glaube ich. Nee. Verbrennung drauf. Verbrennung. Dann hast du eigentlich alles so weit da, was du brauchst. Aber wenn ich jetzt denke, Alter, hier das aus, wirklich nur alleine auszuleuchten, ist schon heftig, ne? Ja, ja. Ich platziere mal ein paar Fackeln. So. Aber das sind so riesige Höhlen, Digga. Dias wären geil. Ah, ein Enderman. Oh mein Gott. Das war gerade eine Tortur, Junge. Du gehst auch von Höhle in Höhle, ne? Aber jetzt meine Fackeln sind quasi mein. Noch gucken, dass das hier oben schön aussieht. Hoch. Nee. Oh, doch, funktioniert. Holy shit. Easy. Jetzt bin ich halt am überlegen, was ich für ein Dings nehme, für einen Zaun nehme. Machen wir mal hoch, ne, falsch. Also hier wird's, glaube ich, der hier. Das ist ja hoch. Oh nein! Oh. Die Spitzhacke, dass die so schnell ist, ist nicht immer von Vorteil. Also ich muss ehrlich sagen, das Schwert ist so OP. Das ist so OP. Bam, zwei Schläge. Ich habe jetzt innerhalb von ein paar Sekunden ganze Armada von denen ausgelöscht am Monaco. Diesen ganzen Skeletten und was weiß ich, was hier noch alles so bimmelt. So, das. Ja, ich bin eigentlich was. Die Frage: Verbindet sich Holzzaun mit Dings? Ich glaube nicht. Sag ich, du bist hier hingehen, ne.
Nein, das tut es natürlich nicht. Einzige, was ich machen könnte, wäre dann den hier zu machen. Skelett, das ist scheiße, was du machst. Glaub mir, vertrau mir, Bruder. Du ziehst den Kürzeren, nicht ich. Das wäre maybe machbar. Die Kohle. Oder ich arbeite mit Holz. Geht natürlich auch. Ups. Ist ein Enderman eigentlich auch ein Untoter? Nee, eigentlich nicht. Warum? Oh. Wenn ich dann gegen den kämpfe, wäre ja auch gut. So. Nee, dann will ich mir auch mal in die Augen schauen. Den Pisser. Aber das lasse ich jetzt lieber. Ja gut, eigentlich die Rüstung. Ja, mit der Rüstung noch, und sowas müsste es eigentlich gut funktionieren. Ja, eigentlich schon, aber warte noch, bis du vielleicht noch ein bisschen mehr Verzauberung drauf hast oder so. Ja, und warum jetzt provozieren? Bruder! Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dias. Nice. Auf einen Haufen, Digga. Ah, fuck, ich dachte, ja. Zack, Digga, weg. Wo zum Teufel ist mein Zauber? Boah, jetzt wieder ganz Armada hier. Du bist der Nächste. Weird. Mach du. Irgendwie der Zaun weg. Was du despawned, der Dude. Naja, gut. So. Jetzt bin ich wieder so vollgepackt. Ah. Weg. Ah.